Einen Menschen am Ende des Lebens bei der Hand nehmen, ihm Beistand geben, ihn begleiten. Wie weit dies in Deutschland gehen darf, wollen die Abgeordneten des Bundestags gern klarer gesetzlich regeln. Ein fraktionsübergreifendes Bündnis plädierte heute erneut für Straffreiheit der Sterbehilfe. Inhaltlich wenden wir uns gegen eine Bevormundung der Bevölkerung und setzen uns ein für das Recht auf Selbstbestimmung im Sterben. Wir wenden uns gegen die Kriminalisierung von Ärzten, die sich grundsätzlich bereit erklären, schwer leidenden Menschen Suizidassistenz zu gewähren. Und wir setzen uns ein für Gewissensfreiheit von Patienten und Ärzten. Für Gewissensfreiheit gibt es durchaus eine Mehrheit im Deutschen Bundestag. Doch ein genereller Freibrief für Sterbehilfe geht vielen Abgeordneten zu weit, wenn sie etwa von Vereinen organisiert oder wiederholt stattfindet. Ungewöhnlich, drei Fraktionsvorsitzende werben jetzt für einen Entwurf, der das unter Strafe stellt. Das zentrale Problem finde ich in der Tat, dass gewerbsmäßig organisierte Sterbehilfevereine davon Profit tragen und dass es dann eine Art von Automatismus oder Selbstverständlichkeit gibt, damit umzugehen, so als wäre das eine ganz normale Behandlung. Das möchte ich nicht. Diesem Plädoyer haben sich auch die Fraktionschefs von Union und SPD angeschlossen. Obwohl am Freitag Abstimmungsfreiheit herrscht, könnte das eine Vorentscheidung bedeuten.